Ich habe jetzt ein sehr gutes neues System. Damit habe ich den Hauptblankkopf immer gleich. Und für Schall- und Bewegungsplan habe ich dann einfach ein Topic, das dann hier oben drauf gesetzt wird. Und jetzt schauen wir mal, was das Ergebnis ist, indem dass wir die Indexeintragung gemacht haben. Wir haben den aktuellsten Index Dora, ist jetzt erschienen. Maßstab automatisch erschienen, hier und hier. Der Plantext hier erschienen und auch hier. Projektnummer kommt aus dem Projekt, gezeichnet hier automatisch gewählt, geprüft von CyberGlide am 7.9., so wie wir es ausgewählt haben. Der Plancode kommt automatisch. Projekt, Bauherr, Tragwerksplaner, alles automatisch abgesetzt. Und jetzt sehen wir auch noch die Höhe NN, projektabhängig, und haben die Änderungsindexe oder Indizes automatisch hier stehen. Aber es füllen sich nur die aus, die wichtig waren, und haben im Index Cäsar die Prüffreigabe und haben aber noch einen Index Dora, wo wir jetzt genau wissen, okay, die Prüffreigabe war hier, aber es gab noch einen weiteren Index, und so kann das immer weitergehen. Wir könnten auch noch die Kürzel hinzufügen und was wir auch möchten oder was wir gesehen haben. Aber so intelligent ist das ganze Ding gerade. Und wie schon besprochen, die Revisionswolken sind auch noch Layer gesteuert. Das heißt, wir zeigen nur die Revisionswolken an, die wir zeigen wollen. Ich erstelle natürlich diese Planköpfe alle individuell für euch. Ihr könnt mich dazu buchen und ihr könnt mit mir ein Vorgespräch machen. Dann mache ich ein Angebot, je nachdem, wie groß der Umfang ist für euren Plankopf und wie intelligent der aufgebaut sein muss. Und dann können wir vielleicht so ins Geschäft kommen. Dann habt ihr einen tollen Plankopf für euer Büro, das euch nicht nur die Zeit spart, sondern auch die Qualität erhöht, da alle Schriftgrößen gleich groß sind. Da Warntexte mit angezeigt werden, wenn etwas fehlt, zum Beispiel Maßstab, der Bauherr, Projektnummer oder der Index und so weiter und so fort. Also da können wir ganz viel erreichen. Wir können auch für euch eine Mengenermittlung für die Bewährung machen. Ganz vieles funktioniert. Da einfach mal anschreiben an die eingeblendete E-Mail, oh, ist das Spiel verkehrt, an die eingeblendete E-Mail-Adresse, und dann ja, vielleicht kommen wir da ins Geschäft. Und wenn ihr sagt, nee, mir reicht eigentlich bloß so ein Template von dir, das kann ich mir dann selber überarbeiten. Genau dieses Template habe ich jetzt hier vor euch liegen. Das Topic macht ihr selbst. Das heißt, ihr bekommt die Überschrift, die auch Warnhinweise hat, die Planbezeichnung hat Warnhinweise. Ihr bekommt die verschiedenen Indexe der Revisionswolken. Das heißt, wenn ich Index A, B, C oder so einschalten möchte, dann bekommt ihr auch das dazu. Und ihr bekommt natürlich diesen Plankopf mit den automatischen Ausfüllungen und mit den Warnhinweisen. Was ihr allerdings nicht erhalten werdet, ist das Topic obendrauf. Das sozusagen, ihr müsst dann für euren Bewährungsplan und für euren Schallplan dieses Topic selber erstellen. Das mache ich jetzt nicht für Büros. Aber den Rest könnt ihr auch so erwerben für 249 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Ihr spart euch einen Haufen Zeit und Geld, den Plankopf selber zu machen, und spart euch natürlich die Programmierungs- und Editierungskünste, die euch wahrscheinlich, ich sage mal, wenn ihr so einen Template haben wollt, das erste Mal wird bei euch wahrscheinlich Wochen dauern, um den so hinzubekommen. Ja, von dem her nutzt das Angebot und jetzt geht's weiter im Video. Bis gleich. Wir sind hier im Ingenieurbau, wir sind auf Benutze, Objekte und wir schauen uns mal unsere Beschriftungsbilder an. Nein, wir schauen es uns nicht hier an. Wir schauen uns unsere Beschriftungsbilder Legenden verwalten an, holen uns hier auch die Beschriftungsbilder und nicht die Legenden und schauen uns mal an, was wir denn im Büroverzeichnis haben. Es gibt nämlich eine wichtige Regel für Beschriftungsbilder mit Planköpfen. Die müssen auf der Datei 7 und 8 liegen. Nur die 7 und 8 kann man am Ende auswählen für Planköpfe. Das heißt, wenn ihr jetzt bereits einen Ordner habt mit Beschriftungsbildern, sagen wir, hier sind eure Türbeschriftungsbilder drin oder Bodenplatten oder irgendwie sowas, dann ist es natürlich ärgerlich, denn was macht ihr denn jetzt? Jetzt müssen wir das Ganze verschieben.
Ich habe jetzt einfach mal hingeschrieben, keine Blankköpfe und hier ist Zeug 1, 2, 3, 4 drin. Die möchte ich natürlich nicht löschen oder überspeichern. Deswegen gehe ich her und kopiere mir das Ganze. Aber ich kopiere mir jetzt nicht hier die einzelnen Beschriftungsbilder und setze die irgendwo anders hin, sondern ich kopiere mir die ganze Datei mit dem Inhalt. Denn es könnten ja hier 100 Beschriftungsbilder liegen. Wir wechseln hier auf Datei. Nehmen hier die 7, die jetzt unsere Blankköpfe blockiert. Kopieren das Ganze in den Pfad Büro. Und jetzt mache ich zum Beispiel hier die 11 und sage ausführen. Jetzt muss ich einen Namen eingeben, der muss aber unterschiedlich sein zu allen Ordnern, die da drüber sind. Das heißt, ich kann jetzt nicht auf keine Blankköpfe mit dem Smiley, denn diesen Ordner gibt es schon. Das heißt, ich muss jetzt erstmal hier eingeben, zum Beispiel, nein, wir machen auch diesen Smiley nochmal hin, dann schreiben wir dahinter Save, speichern. Jetzt haben wir ja die Sicherheitskopie von hier nach hier und jetzt können wir auch den da hier oben einfach dann löschen. Aber wir gehen jetzt erstmal auf Schließen. Es hat sich noch nicht aktualisiert, das heißt, wir müssten noch einmal zurückspringen, also einmal hier auf Büro. Jetzt haben wir hier den Ordner 11, keine Blankköpfe, Save. Identisch mit der Nummer 7, also die 7 löschen. Ja, die Datei 7 ist jetzt nicht mehr vorhanden. Jetzt gehen wir auf diese Datei und machen Umbenennen und löschen das Save wieder raus. Schon haben wir den Ordner 7 auf die 11 umgeswitcht. Und wenn ihr das im Ordner 8 habt, dann macht ihr genau dasselbe Spielchen. Und jetzt definieren wir unsere Blankköpfe. Ich habe jetzt ein sehr gutes neues System. Damit habe ich den Hauptblankkopf immer gleich. Und für Schall- und Bewährungsplan habe ich dann einfach ein Topic, das dann hier oben drauf gesetzt wird. Dann muss ich diesen Blankkopf nur einmal pflegen und kann ihn so intelligent wie möglich machen und muss den nicht jedes Mal für jeden Blankkopf mitpflegen. Ein sehr gutes Spiel aus meiner Sicht. Ja, wir bekommen jetzt das Ganze in unser System. Wir gehen auf Beschriftungsbild, definieren eine Folie, wichtig, Maßstab 1 zu 1. Wir schalten alle Layer an, die nötig sind, auch Konstruktionshilfslinien. Bei mir sind die Konstruktionslinien und Texte rosa, also hier. Das sieht man am Schluss nicht auf dem Plan, zeige ich aber dann noch. Jetzt mache ich mal erstmal einen Rechtsklick, das Summenzeichen, weil hier kann ich dann einzeln irgendwelche Sachen markieren und habe hier einen Absetzpunkt auch als Konstruktionspunkt und hier oben auch einen Konstruktionspunkt. Wieder Rechtsklick und der Bezugspunkt ist jetzt genau diese Ecke hier. Jetzt wichtig, es ist ein Plankopf, deswegen muss er auf der 7 oder auf der 8 stehen. Ich empfehle hierbei auf der 7 interne Planköpfe, auf der 8 externe Planköpfe zu nutzen. Bei mir ist es jetzt ein externer Plankopf, den ich so ähnlich für ein Büro erstellt habe, habe aber das noch ein bisschen abgeändert, damit es nicht komplett identisch ist. So, und jetzt schreibe ich hier Planköpfe extern. Auf der 1 nenne ich jetzt zum Beispiel den YouTube Haupt Plankopf. Ich nenne es gern Main. Einfach Main. Okay. Dann definiere ich eine weitere Folie, zum Beispiel jetzt für den Schallplan. Hier habe ich auch hier unten rechts den Absetzpunkt, an der identischen Stelle wie hier oben. Und auch diesen Absetzpunkt, wenn ich den benötige. Moment, ich könnte ja noch irgendwelche Texte zusätzlich brauchen für den Schallplan, die auch hier erscheinen sollten. Schaue ich, dass diese über diesen Absetzpunkt sind, also oberhalb. Da mache ich jetzt zum Beispiel, müsste ich eigentlich so einsetzen, Schallplan Dinge, keine Ahnung, irgendeine Warnung, die im Schallplan auftauchen. Ich gehe wieder auf Beschriftungsbild, definiere diese Folie und markiere mir den ganzen Block, den Absetzpunkt rechts unten wieder wählen. Ich habe Planköpfe extern und sage jetzt, das ist jetzt zum Beispiel für YouTube, YouTube Schallplan. So, jetzt könnte ich auch noch dann später für die Firma XY, zum Beispiel XY Main, XY Schallplan und so weiter und so fort machen. Oder der Schallplan ist immer identisch. Dann könnt ihr natürlich auch den da oben einfach runterkopieren
Oder einfach sagen, okay, Schaltplan ist derselbe wie bei mir intern und so weiter und so fort. Ich glaube, das Prinzip ist jetzt klar. Ich sage jetzt einfach mal, okay. Und jetzt schauen wir mal unseren intelligenten Plankopf an. So könnt ihr ihn selber erstellen oder natürlich auch von mir erstellen lassen. Ich lösche mal alles raus. Das Einzige, was wir wissen müssen, ist, dass dieser Plankopf jetzt einfach TLP05004D heißt. Keine Ahnung, ich habe einfach gesagt, das heißt Tragwerksplanung, Leistungsphase 05, Plan Nummer 4, Index Dora. Okay? Wir haben ja gemerkt, wir haben den Plankopf auf DIN A0 ausgelegt. Und wir haben aber nicht nur DIN A0, sondern wir haben auch DIN A0, zum Beispiel plus eine Falte. DIN A0 plus 190. Schließen das Ganze und haben jetzt unser Plan auf DIN A0 plus 190 plus eine Falte. Machen dasselbe mit dem Rahmen, ist noch richtig vordefiniert, setze ich hier ab und haben jetzt einen überdimensionierten DIN A0 Plan. Ja, jetzt haben wir auch einen Plankopf für DIN A0 eigentlich erstellt. Möchte ich aber nicht überall pflegen für alle Größen. Deswegen sage ich Plan beschriften, Plan Rahmen beschriften, klick auf den Planrahmen außen und habe jetzt hier, wie schon erwähnt, nur Zugriff auf die 8 und 7er Datei, wie man hier sieht. Nur auf die 7 und die 8. Wir haben das Ganze im Büro abgespeichert, nicht privat und nicht im Projekt und nicht externer Pfad, sondern im Büro, damit auch jeder Kollege darauf Zugriff hat. Vorausgesetzt ist es in Workgroup installiert. So, jetzt haben wir Planköpfe extern und suchen uns den Main. Absatzpunkt, wir erinnern uns rechts unten, einfach die äußerste Kante vom Plankopf. Leichter geht es nicht. Wir sehen unseren Konstruktionspunkt, der ist hier abgesetzt und unser anderer Konstruktionspunkt ist jetzt hier. Ich beschrifte das Ganze nochmal mit meinem Schaltplan. Auch hier unten rechts den Punkt. Dann habe ich meine Legende jetzt dabei und meinen Text für den Schaltplan. Da gehe ich nicht drauf ein, weil das kann jeder selber erstellen. Wichtig ist der intelligente Plankopf aus meiner Sicht. Das andere ist ja firmenintern. So, und jetzt verschiebe ich einfach meine Texte hier, ich markiere mir die grün und auch diesen Konstruktionspunkt. Dann verschiebe ich von diesem Punkt zu diesem Punkt und jetzt habe ich wieder denselben und richtigen Abstand einfach zu meinem Plankopf. Und wenn ich jetzt Texte brauche, zum Beispiel von Schaltplan-Dinge, dann ziehe ich mir die hier rein und kann die hier rein verschieben. Grundrisstexte, normale Texte und dann komme ich noch zu den Änderungswolken Revision. Das wird auch ziemlich cool. Wir sagen, wir wollen eine Revisionswolke mit dem Index A. Sagen wir mal, das ist Index A. Kopieren wir noch vielleicht den Text hier rein. Jetzt haben wir noch ein Index B. Da machen wir mal eine Revisionswolke, die viereckig ist. Sagen wir mal, der Text. Ich punktmodifiziere mir das Viereck. Ich sage, yep. Hier ein Punkt und von da nach da. Jetzt habe ich hier das Spline und sage, hier ist die Änderung B geschehen. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Jetzt machen wir noch Revisionswolke Cäsar. Da sagen wir einfach, hier hat sich irgendwo noch was verschoben. Okay, und wir haben gesagt, wir haben auch noch ein Index D in unserem Plankopf. Auch den Dora verwenden wir und machen jetzt hier ein paar kleinere Revisionswolken und auch unseren Änderungstext setzen wir ab. Dora, Dora, Dora. Und jetzt sieht man eigentlich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Jetzt stellen wir uns vor, hier werden Teilbilder abgelegt. Dann erkennt man auf dem Plan gar nichts mehr. Dann haben wir jetzt die Möglichkeit auf Layer. Ich mache alles klein. Und hier gehe ich auf Index und kann jetzt einfach den Layer für Index A deaktivieren, für Index B und Index Dora. Die sind nicht weg. Also ich kann sie jederzeit wieder reaktivieren, wenn ich irgendeinen Fehler suche oder sonst irgendwas brauche. Aber ich könnte jetzt einfach nur den letzten Index anzeigen oder die letzten zwei und so weiter und so fort. So habt ihr die Möglichkeit, die Revisionswolken zu kontrollieren. Das ist erstmal das erste Intelligente, wo ich sage, coole Sache. Aber wir haben noch mehr. Wir sehen hier rote Texte, die wir nicht haben wollen. Und wir haben hier auch rote Texte. Jetzt haben wir erstmal noch den Unterschied von Projekteigenschaften. Ich habe mich verschrieben. Projekteigenschaften. Okay. Gut. Aber wir haben auch Plankopfeigenschaften. Was meine ich damit?
Wir lesen jetzt hier zum Beispiel Projekt, hier ist das Bauvorhaben. So heißt das Bauvorhaben, Neubau von 800 Wohngebäuden mit Tiefgaragen. Stellt euch mal vor, euch passiert sowas, dass ihr einen Tippfehler habt, anstatt 80 Wohngebäuden, 800. Und ihr habt schon 30 Plankopf abgesetzt. Jetzt wäre es ja ein Graus, jeden Plankopf nochmal neu zu überarbeiten. Deshalb gehen wir einfach auf Datei, Projekt öffnen, Rechtsklick, Eigenschaften, Attribute belegen. Und jetzt suchen wir uns den Text Neubau von 800 Wohngebäuden, ändern wir ab in 80. Und machen einmal OK, OK, OK. Und im ganzen Projekt ist jetzt dieser Rechtschreibfehler ausgebessert. Jetzt haben wir einen Neubau von 80 Wohngebäuden. Und das ist assoziativ. Also Projekteigenschaften, ich glaube, braucht man nicht mehr dazu sagen. Jetzt kommen wir zu den Plankopfeigenschaften. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Intelligenten. Ihr seht jetzt erstmal, hier steht 14.09. von Local gezeichnet. Local, weil ich lokal arbeite. Im Allmenü ist das so abgespeichert, dass mein PC dann Local heißt. Oder mein Windows-Name oder mein Altplan-Name ist Local. Möchte aber jetzt ein anderes Kürzel haben. Bei euch entsteht, wenn ihr ein Workgroup habt, automatisch euer Kürzel, das ihr benutzt, in Altplan, Windows und im Allmenü abgespeichert ist. So, bei mir jetzt nicht. Bei mir steht jetzt Local drin. Das möchte ich vielleicht noch ändern. Gezeichnet ist das heutige Datum, wurde automatisch hier eingetragen. Projekt kommt eh von den Projekteigenschaften. So, jetzt fehlt noch ein bisschen was. Wir haben Index nix, deswegen ist ein Strich da. Hier ist der Plancode, sieht man schön von der Nummer. Wir sagen, wir haben uns aber da vertan. Es ist, Moment, wir haben vielleicht die 0 zu viel. Wir wollen Leistungsphase so schreiben, Leistungsphase 5, weil es gibt ja für uns wahrscheinlich bloß bis zur 6 oder sowas. Und jetzt haben wir einfach hier die Plancode von 05 entfernt. Und auch hier ist entfernt. Und wenn ich noch in der Überschrift hätte, auch hier wäre es entfernt. Also das ist auch assoziativ von der Code raus. Hier steht dort ein Zeichen 1 bis 20 aus Planname. Das heißt, ich habe einfach 20 Zeichen hier rausgenommen. Und wenn ich jetzt hier auf Umbenennen gehe und schreibe danach hin, sagen wir mal wieder Bodenplatte XY, wie es in der Zeile davor steht, dann könnte jetzt Folgendes passieren. Dass hier Bode noch steht. Will ich vielleicht nicht. Hier oben steht jetzt auch Bode. Das kommt auf die Zeichenbegrenzung drauf an. Wenn ich den intelligent machen will, wäre es natürlich toll, wenn die Plankodierung immer gleich lang wäre. In dem Fall ist es nicht und ich gleiche das Ganze aus mit Leerzeichen. Jetzt schaut das Ganze wieder gut aus. Nur hier hätte ich links mit ihm machen müssen. Okay, das ignoriere ich jetzt einfach weg. Aber hier sieht man, es funktioniert. Was brauchen wir noch? Wir haben jetzt noch hier Projektnummer automatisch gezeichnet, super, wollen wir aber ändern. Wir gehen in den Plancode rein, Eigenschaften und sehen dann hier, Planersteller steht nichts drin, also nimmt er automatisch meinen Local-Namen. Ansonsten steht eurer drin. Ich kann den aber jetzt auch ändern in Peter Pöppel, PP. Erstellungsdatum, sage ich, okay, es wurde automatisch heute erzeugt, das Erstellungsdatum vom 14.09. Ich reise jetzt in die Vergangenheit und ändere das um auf den 31.08. Schließe das Ganze, gehe wieder rein in meinen Plankopf und siehe da, der 31.08. Local ist vorhanden. Warum Local? Ja, blöd. Weil ich Eigentümer genommen habe. Okay, ich habe nicht Planersteller, sondern Eigentümer genommen. Ah, das ist aber für mich wichtig, denn der Eigentümer wird immer automatisch ausgewählt. Also der den Plan anlegt, wird dann aus dem Allmenü erzeugt. Gut, Entschuldigung für diese kleine Verwirrung. Ihr könnt natürlich genauso den Plan wie heißt der nochmal? Ihr könnt genau den Planersteller auch hier einfügen. Was brauchen wir? Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch einen Plantyp. Warum brauchen wir einen Plantyp? Weil es hier steht. Fehlender Plantyp, fehlende Planbezeichnung. Auch hier oben. Plantyp und Maßstab prüfen. Fehlende Planbezeichnung. Holen wir noch Eigenschaften. Wir brauchen jetzt eine Planbezeichnung. Da gehe ich einfach daher auf Allgemein. Kopiere mir die Bodenplatte XY. Planbezeichnung. Und vielleicht schreibe ich noch in Klammer. Höhe ist gleich 0,30, dann weiß man gleich bei Währungsabnahme, okay, die Bodenplatte ist 30 hoch, hat hier nichts zu suchen, aber hier möchte ich es noch hinzufügen.
Und einen Plantyp wähle ich auch aus. Ich drücke einfach auf S, nochmal Sanitärplan, nochmal S, Schall- und Bewährungsplan, nein, nochmal S, Schallplan. Natürlich könnt ihr auch im Dropdown-Menü euren richtigen Plan auswählen. Passt da bloß auf, Schaltplan ist genau neben Schallplan, also aufpassen. Ja, jetzt gehen wir zurück in unser Menü. Und jetzt sehen wir, Rot verschwindet, Schwarz bleibt. Schallplan, aber der Maßstab fehlt noch. Bodenplatte hier. Und auch hier fehlt der Maßstab noch und geprüft. Wurde es auch noch nicht und wir haben noch keinen Index eingetragen, weil wir noch nicht gebraucht haben. Das holen wir jetzt ein bisschen nach. Rechtsklick, Eigenschaften. Jetzt könnte es auch sein, dass ihr einen Plantyp sucht, der hier gar nicht verzeichnet ist. Mache ich euch einen kleinen Trick. Dann geht ihr auf Plan- und Projektattribute. Oder Projekt- und Planattribute, je nachdem, wie es jetzt dort gestanden ist. Da müsst ihr ein bisschen warten, bis das aufgeht. Aber dann erscheint dieses Menü. Ihr seht hier den Plantypen. Könntet hier was auswählen. Da könnt ihr jetzt auf Mehr gehen. Rechtsklick Mehr, obere Leiste. Dann sucht ihr euch den Plantyp, wie gerade gesagt, Plantyp hier. Und hier sind die benutzerdefinierten Werte, die du hier eintragen könntest. So. Sagen wir mal, ein BAMTEC-Plan fehlt uns. BAMTEC-Bewährungsplan. Okay. Und jetzt gehen wir zurück. Wir machen noch Anwenden. Wichtig, Anwenden. Dann okay. Jetzt wird es im Büro abgespeichert. Deswegen hat es jetzt ein bisschen seine Überlegzeit gebraucht von Allplan und dann ist es aber im Büro abrufbar. Wir gehen auf Rechtsklick Eigenschaften und suchen wir uns jetzt den Plantyp. Was haben wir gemacht? BAMTEC. BAMTEC Bewährungsplan. Hier ist er. Fürs ganze Büro. So. Kann natürlich nur der Admin ändern. Ganz klar. So. Jetzt haben wir noch den Planprüfer vielleicht und Maßstab. Wir tragen jetzt erstmal den Maßstab 1 zu 50 ein. Ihr könnt aber natürlich auch hier im Dropdown-Menü etwas auswählen. Jetzt möchte ich aber noch den Maßstab 1 zu 25 hinzufügen für meinen BAMTEC-Bewährungsplan vielleicht. Mach so, Welchabschnitte und Grundriss. Und schauen wir mal, was jetzt passiert. Jetzt haben wir hier BAMTEC-Bewährungsplan. Also ihr könnt den, genau, und hier steht auch BAMTEC-Bewährungsplan. Bodenblatt XY mit der Höhe, wunderbar. Wir können das Ganze natürlich auch kopieren. Gehen in den nächsten Plan. Oder noch besser ist, wir können alle Eigenschaften mitkopieren. Kopieren wir. Hier auf Einfügen. Jetzt haben wir hier den Plan Nummer 5. Deswegen tausche ich das aus. Vielleicht den Index A nur oder gar keinen. So Minus. Jetzt gehe ich hier rein. Und muss jetzt eigentlich nur noch hier vielleicht den Plantyp ändern. Jetzt ist kein BAMTEC-Plan, sondern ein Bewährungsplan und so weiter und so fort. Ich kann hier wieder alle Sachen umändern. Samstag habe ich den Plan erstellt, wie wunderbar. Und jetzt habe ich auf einmal wieder den Bewährungsplan. Also alles assoziativ, wunderbar, gefällt mir. Jetzt möchte ich zum Maßstab, der jetzt hier erschienen ist und hier oben noch was hinzufügen. Also hier 1 zu 25, wieder zurück, Maßstab 1,50, 1,25, auch hier und wenn ihr den 10 mal ablegt, kommt das überall richtig raus. Ja, und jetzt kommen wir ein bisschen zum Finale, was es noch gibt. Also wie gesagt, die roten Texte sind verschwunden, wie schön. Auch in der Überschrift ist unser Maßstab jetzt vorhanden. Jetzt kommen wir zum Index, zu den Änderungen und zu geprüft. Das Creme de la Creme. Rechtsklick, Eigenschaften, wir erzeugen einen neuen Index, Ersteller, ich schaue jetzt meinen Kürzel rein, kommt jetzt nicht im Blankkopf raus, könnte man aber machen. Ja, der Index wurde, keine Ahnung, am 4.9. erstellt und da wurde der Bewährungsplan mal geändert, da haben wir die Position 8 entfernt. Okay. Machen den neuen Index B. Indexersteller war der Baby. Position 9 auf
Bauabschnitt 2 übertragen. Ich weiß doch auch nicht. Ne? Irgendwie sowas könnt ihr da reinschreiben. Müsst ihr ein bisschen kreativ werden. C, der Cäsar Cäsar oder der CC, das Cyberkleid, der war am 7. Moment, da machen wir ein vorheriges Datum, 6. war er nochmal aktiv und sagt, Prüfeinträge, Prüffreigabe. Also hier findet die Freigabe statt. Und dann Index Dora war DD. Ist heute, sagen wir, laufende Meter in der Position 20 erweitert oder irgendwie so. Ne? Okay. Jetzt haben wir hier die Prüfeinträge, Prüffreigabe. Dann schreiben wir da oben rein Freigabedatum vom 7. wie hier aus dem Index. Man könnte es auch hier direkt in der Freigabe machen, aber es wird immer der aktuellste Index dann in der Freigabedatum genommen. Das heißt, wenn wir hier die Freigabe haben, dann dürfte es Dora nicht geben. Wäre blöd. Wir wollen aber das Freigabedatum von Cäsar haben, deswegen geben wir es hier oben ein. Wenn Sie dazu Fragen hat, einfach mal durchschreiben an die E-Mail-Adresse peter.pöppel@subgra.de oder peter.pöppel@subgrade und macht einen Punkt dazu. Der Planprüfer, also ich habe das Ganze geprüft oder das Cyberkleid war es in dem Fall und dann sage ich okay. Und jetzt schauen wir mal, was das Ergebnis ist, indem dass wir die Index-Eintragung gemacht haben. Wir haben den aktuellsten Index Dora, ist jetzt erschienen. Maßstab automatisch erschienen, hier und hier. Der Plantext hier erschienen. Und auch hier, Projektnummer kommt aus dem Projekt, gezeichnet hier automatisch gewählt, geprüft von Cyberkleid am 7.9., so wie wir es ausgewählt haben. Der Plancode kommt automatisch, Projekt, Bauherr, Tragwerksplaner, alles automatisch abgesetzt. Und jetzt sehen wir auch noch die Höhe NN, projektabhängig, und haben die Änderungsindexe oder Indizes automatisch hier stehen. Aber es füllen sich nur die aus, die wichtig waren und haben im Index Cäsar die Prüffreigabe und haben aber noch einen Index Dora, der, wo wir jetzt genau wissen, okay, die Prüffreigabe war hier, aber es gab noch einen weiteren Index und so kann das immer weitergehen. Wir könnten auch noch die Kürzel hinzufügen und was wir auch möchten oder was wir gesehen haben. Aber so intelligent ist das ganze Ding gerade und wie schon besprochen, die Revisionswolken sind auch noch Layer gesteuert, das heißt, wir zeigen nur die Revisionswolken an, die wir zeigen wollen. Jetzt habt ihr den Eindruck von intelligenten Planköpfen, ihr könnt euch dieselbe erstellen, dauert ungefähr in der Regel. Wenn ihr das erste Mal macht, braucht ihr wahrscheinlich 1 bis 2 Tage. Ich brauche in der Regel, kommt darauf an, wie komplex das ist. Ich brauche in der Regel wahrscheinlich 2 bis 5 Stunden. Je nachdem, wie viel da reingebaut werden soll. Wenn ihr aber einen vordefinierten Plankopf genauso ähnlich wie den haben wollt, dann kontaktiert mich und dann können wir ein gutes Angebot abgeben. Und vielleicht habt ihr keine Lust, das Ganze euch selber zu machen, sondern sehr viel Zeit und Geld zu sparen. Dann kontaktiert mich einfach. Und dann kommen wir vielleicht ins Geschäft. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit euren intelligenten Planköpfen. Bleibt sauber, abonniert den Kanal, liked alles. Bis zum nächsten Mal.